So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Curve Space Program. Und ihr seht, es sieht nicht so aus, wie ich es mit euch verlassen habe. Ich habe gedacht, damit ich nicht noch unglaublich viel mehr Zeit hier rumballer, baue ich schon mal ein Stück weiter. Die ist ja auch noch nicht fertig, keine Sorge. Es ist nur die Landefähre eigentlich fertig jetzt. Und ich wollte das Ding einfach mal so fertig haben, damit ich mit euch jetzt noch den unteren Teil da dran klatsche und wir dann endlich mal Richtung Orbit fliegen und gucken, ob wir mal was auf die Kette kriegen. Das wäre doch mal was. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, was dieser Orbit ist, keiner verwendet eine Kombination aus Fortschritt, der Sensortechnik und der Hexerei, um Informationen über die natürlichen Ressourcen eines Planeten oder Mondes zu erhalten. Diese Bilder können dem Schiff Entfernung des Casts hier ausgewertet werden. Auf Antenne zu haben mit dem genügend Sendeleistung für die Übertragung. Die würde ich gern mitnehmen. Irgendwie. Ich meine, oben sitzt jetzt aktuell das, The Ragefire System. Vielleicht setze ich das einfach woanders hin. Mal gucken. Ist das mittlerweile? Sitzt das mittig, nicht mittlerweile. Ist das ungefähr mittig? Nö. Ich glaube, jetzt sitzt es mittig. Jo. Sehr gut. So, wie siehst du aus, wenn du ausgeklappt bist? Hübsch. Weil ich würde schon gern vielleicht wirklich dann an einem Punkt landen, an dem wir auch gute Ressourcen haben. Denn dann geht das Produzieren des Treibstoffs garantiert ausreichend schnell. Und mein Plan war es, mit diesen ganzen Treibstofftanks, die wir ja immer wieder auffüllen können, sozusagen immer wieder von Planet zu Planet fliegen zu können, wenn wir wollen, und dort dann einfach unsere Forschung weiterzumachen. Und ich möchte nur das Ding jetzt hier irgendwo unterbringen. Das heißt, ich werde jetzt einen wegnehmen. Und mach einmal so. Und einmal so. Wir können. Wie soll man das? So. Wir können jetzt den. Oh, der ist aber. Der ist ja richtig klein. Machen wir einfach zwei Stück davon, damit es synchron aussieht, oder lassen wir den Scheiß? Gute Frage. Ich würde sagen, wo sind denn die Adapterstücke? Die waren doch hier irgendwo. Da ist der ganz kleine. Wir machen das so. Wir nehmen zwei Stück mit. Zwei ist besser als einer. Außerdem bleibt es dadurch einfach symmetrisch. Und irgendwie mag ich Symmetrie doch ganz gerne. Außerdem könnte sich das nachher wieder irgendwie auf irgendwas beeinflussen. Gut, ich save die nochmal. Wir haben also auch ein Scan-Modul mit, das heißt, wir können einfach mal so gucken, wo ist denn da ressourcenmäßig was zu holen. Das andere letzte Teil, das ich noch nicht dabei habe, wo ist das denn? Oder habe ich jetzt alle? Ich habe tatsächlich alles. Ich habe alles dabei. Ja, geil. Cool. Ja, dann geht's hier weiter. Und zwar machen wir eine kleine Dekapplatur. Wir bauen erstmal in der Mitte. Nö, der ist aber klein. Wir brauchen den hier. Und den. Ne, du solltest schon alle machen. Genau. Gut, jetzt brauchen wir entsprechend viel Schubleistung. Und zwar um in den Ort zu kommen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier alles reicht, um irgendwo hinzukommen. Weiß ich allerdings nicht. Also können wir aber nochmal testen eben. Schauen wir nochmal schnell nach. Ist ja schon wichtig zu sehen, ob das so ist, wie wir das vermuten. Das wäre zumindest sehr gut. Was sagt der denn? Oh, 235 nur. Aber die haben alle relativ viel. Also das ist, glaube ich, ich muss natürlich erstmal in den Orbit kommen, damit der mir hier sagt, wie viel ich hier wirklich habe. So komme ich natürlich nicht weit. Also wir bauen einfach mal auf gut Glück und schauen mal. Das wird eh darauf hinauslaufen. So, also packen wir uns die Tanks. Nee, nicht die Tanks, genau.
Da ist er. Habe ich den nicht jetzt? Nee, der ist ein ganz kleiner. Die Relationen auf den Bildern trügen manchmal ein bisschen. So. Die Rakete wird sehr teuer. Was mache ich denn hier schon wieder? Bäm, 369. Mein gut, das soll ruhig eine teure Rakete werden. Das ist okay. Das ist okay, das ist okay. So, hier drunter kommen jetzt Triebwerke. Die haben wir hier. Zack. Und zwar ordentlich Schub. Das ist ein ganz ordentlicher Schub. So, ich würde sagen, wir können. Ah ne, da braucht man, glaube ich, einen Mod für. Ja, Pascal, ich würde gerne nochmal wissen, wie der Mod heißt. Denn dann können wir die theoretisch auffangen. Dann können wir die abkapseln und auffangen. Und dann könnten wir sozusagen jede Menge Treibstoff sparen. Aber wir müssen das Ganze gleich erstmal ordentlich verzurren. Aber erstmal müssen wir mal gucken. So, ihr geht alle an. Dann, wir können das auch ein bisschen getrennt machen. Genau. So. Ein TWR-Wert von 1,4. Wenn ich das so mache. Es reicht aber. Es reicht vollkommen. Es sollte eigentlich vollkommen ausreichend sein. Ich bin mal gespannt. Da kommt gleich bestimmt irgendwie so eine noobige Aktion von mir. So, dann macht er den hier. Und zündet den. Und dann zünden wir oben nochmal. Die wir eigentlich nicht brauchen. Es geht eigentlich nur darum, das Ding zu fixieren. So. Alles klar. Zoren war wichtig. Und zwar einmal hier. Nee, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber wir wollen das ja überall haben. Ungefähr hier. Ne, genau. Einmal Alt festhalten. Hier den gleichen Spaß auch nochmal. Dann machen wir hier mal. Mal wissen, ja, das ist ganz gut geworden. Soll das so okay sein? Ja, jetzt haben wir eine Schweine. Oh, eine 564.000! Die Rakete ist sehr teuer geworden. Aber trotz alledem werden wir schauen, ob wir das Baby so mal hochkriegen. Und zwar jetzt, würde ich sagen. Es wird wahrscheinlich nicht der Final Flug werden, aber es hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu werden. Aber ich vermute, irgendwas funktioniert gleich nicht. Und vielleicht ist es sogar besser, ein paar Treibstofftanks rauszuhauen oder so. Im äußeren Bereich vielleicht. So. Ja, ich stehe natürlich jetzt am Boden. Das ist eine ziemlich große Rakete, wenn wir das mal so sagen wollen. Und die hat echt einen kranken Schub. Ich bin echt gespannt, wie hoch der Wert hier ist, wenn ich im Orbit bin. Also, das ist. Extrem krass, was wir hier jetzt gerade in den Orbit befördern. Extrem teuer vor allem. So. Aber ich muss sagen, es sieht auch ziemlich Porno aus. Aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin überhaupt nicht bewandert, was diese fetten Raketen angeht. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen den Schub zurück. Und jetzt haben wir doch noch mal eine Minute, die wir da rausholen. Aber das hier, die Werte, die irritieren mich schon ein bisschen. Weil die sehen alle so klein aus. Aber vielleicht bin ich einfach so. Riesig und schwer. Ich weiß es nicht so ganz. Wir können jetzt mal langsam hier den Gravity Turn einleiten. Schauen mal.
Ich befürchte ehrlich gesagt, dass ich nicht mal in den Orbit komme. Und dann geht erstmal die Fehlersuche los. Wir können natürlich auch hier noch Tanks rausnehmen. Das ist natürlich viel. Fünf oder sechs Tanks. Fünf. Ach, ich weiß, warum das so wenig ist. Ich habe ja nicht mal die Treibstoffleitung gelegt. Ja, Leute. Natürlich dumm. Das wird auf jeden Fall nicht die Final-Rakete. Weil ich hier die Treibstoffleitung, ich muss ja hier Treibstoffleitung reinziehen, damit er die auch benutzt. Dann habe ich ja hier eine viel größere Kapazität. Ich meine, das sind jetzt 310. Ist irgendwie nicht so viel. Wenn ich das mal. Erst sind ja 2, 4, 6, 8 Tanks mehr dann. Und den ballern wir jetzt mal. Und das war's schon. Ich war nicht richtig drin. Und das hier wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen, um uns auch nur ansatzweise in den Orbit zu bekommen. Im Moment nehmen wir zwar da noch zu, aber ihr seht natürlich. Na, trotzdem. Okay, wir müssen eh zurück. Und das Problem ist natürlich, ich stoße die nur nach unten ab. Ich müsste die eigentlich nach außen abstoßen und deswegen bauen wir das eventuell mal um, wenn das hier weiter Probleme macht. Aber im Moment mache ich erstmal nur diese Fuselages dran. Fuel Duct, okay. Ich wollte wieder was Cooles sagen, was in die Hose gegangen ist. Und da wir jetzt vier von den Dingern haben, haben wir natürlich auch einen viel größeren Treibstoff Kapazität. Im Zweifelsfall muss ich die Rakete gleich wieder komplett auseinandernehmen. Aber es ist halt nun mal im Moment Forschungsarbeit, die wir hier betreiben, weil ich mit den großen Raketen noch nie geflogen bin. Und das natürlich wieder eine ganz andere Kategorie ist. Aber ich dachte eigentlich, das geht einfacher, mit den größeren Raketen auch hochzukommen. Weil jetzt haben wir nämlich hier schon, jetzt haben wir schon einen viel höheren Wert, einen deutlich höheren Wert. Jetzt haben wir nämlich hier 5000 statt 300 ein paar gequetschte. Oh, wir kippen das Ding direkt mal ein bisschen in die Richtung. Was ich auch mal ganz kurz gerne sehen würde, ist, verbiegt sich das Ding, wenn ich vorspule? Und das tut's eigentlich nicht. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Rakete ohne Probleme stabil auch in der Lage ist, in den Orbit zu kommen. Wir können jetzt schon mal abbremsen ein bisschen. Ja, aber wenn wir die Tanks natürlich nach außen absprengen, dann haben wir nicht so Kollisionsprobleme, weil so muss ich natürlich extrem in der Mitte sein. Also in der Mitte von dem grünen Kreis hier unten. Sonst wird das nicht. So. 170 km/h, Meter pro Sekunde, Entschuldigung. Und wir sind bei 6000 Meter. Jetzt drossel ich das natürlich wieder. Wir wollen ja nicht unbedingt über die 200-Grenze, weil es kostet uns nur unnötig Sprit. So, unser Gravity Turn läuft irgendwie von ganz alleine gerade. Das ist okay. Absolut okay. Wenn das so funktioniert, ich fände es richtig geil. Also wirklich. Ich bin mal gespannt. Also jetzt müsste ich eigentlich auf jeden Fall in den Orbit kommen. Die Werte natürlich jetzt viel, viel höher. Und wie ihr seht, nehmen wir im Delta V total auch ganz langsam nur ab, weil wir ja auch in beiden Tankebenen dazu gewinnen, sozusagen. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir haben, wenn wir oben sind. Wir sollten natürlich schon unsere 4000 haben, vielleicht, oder vielleicht 3000. Einfach nur, weil wir auch da landen müssen. Wir müssen da hin und wir müssen da landen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir schon einige Probleme weniger. Aber ich gebe jetzt nochmal Vollgas für die letzten Sekunden.
Und. Ja, gut, also wie ihr seht, das Problem bleibt bestehen. Ich muss einfach definitiv dort. Also wir haben unglaublich viel Kraftstoff. Das ist echt richtig Bombe. Wenn ich die so hoch kriege, die kostet mich dann zwar ein Schweinegeld, aber die lohnt sich, weil die brauchen wir nie wieder starten, theoretisch. Wir können ja immer wieder hingehen und die dann von Planet zu Planet, von Mond fliegen und eigentlich fast überall landen. Natürlich nicht überall, weil es ist natürlich wichtig, dass unser TVR Max-Wert am Ende immer über 1 bleibt. Und das ist nicht bei jedem Planeten gegeben. Das müssen wir dann gegebenenfalls auch mal ausrechnen. So, zuerst nehmen wir die mal ab. Und dann machen wir das Ganze hier mit den Freunden. So. Okay. Es funktioniert natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und er hier soll eigentlich viermal da sein. Oh. Komm, Kollege. Natürlich haben wir jetzt den Spalt, das ist aber nicht schlimm. Schön wäre natürlich nur, wie die jetzt hier wieder ordentlich platziert kriegen. Zack, dann nehmen wir den noch ab. Den machen wir einfach hier unten. Ja, ist wurscht, Hauptsache das Ding sitzt. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Es wäre gut, sagen wir es mal so. So, wir safen das Ganze. Und einen Versuch können wir uns noch gönnen. Und das machen wir auch. Ich will nichts Falsches behaupten, aber ich glaube, das Staging war nicht ganz korrekt. Aber wir haben ein schönes Feuerwerk. Ich schieb das jetzt mal hier schnell mit der Hand hin und her. Macht natürlich keinen Sinn, die zu zünden, wenn man die gleichzeitig abkoppelt. So machen. Aber den hier gar nicht. Zack, zack, zack. Okay, hier ist natürlich die Schwachstelle jetzt, wie wir sehen. Kann durchaus sein, dass wir da nochmal hier nochmal strutten müssen zwischen. Wenn auch nicht mehr. Also die Rakete ist sehr instabil gerade. Ich mach das eben. Tut mir leid. Ich gebe euch trotzdem noch den Start. Beziehungsweise könnten wir das natürlich auch als Cliffhanger machen. Weil ich finde das ja schön, wenn ihr nächste Folge auch guckt. Zack. Können dann noch das ganze Spiel auch nochmal machen. So, wir drücken nochmal auf Save und starten nochmal kurz. So, was schon. Ah, ne, jetzt muss ich hier nochmal. Zack. Das sieht schon wieder deutlich stabiler aus.
Aber er war auch nicht drüber nachgedacht, ne? Dass man hier da nochmal einen Strut zwischensetzt, das macht ganz natürlich Sinn, weil das Ding steht ja am Ende da auch auf den Füßen. Und das alles von dem zu tragen, ist Schwachsinn, das schafft er nicht. So, ihr seht jetzt auch, die Rakete startet wieder. Wie gewollt, peilgerade nach oben. Was wir auch machen können, ist natürlich die untere Rakete, die fünfte, hier mitbrennen lassen. Und nochmal Fuselages legen, also Fuel Ducts heißen die ja. Ich könnte schwören, die hießen mal anders, aber ist auch wurscht. Aber das bringt nicht so viel. Eigentlich. Wir bremsen wieder runter. Wir können ja eigentlich vorspulen, ne? Hat sich herausgestellt, dass das funktionieren soll. Und momentan geht unser DV total sogar nach oben. Was eigentlich eine mega geile Scheiße ist. Oh, wir überziehen natürlich wieder mal die Folge für euch. Damit es kein ganz so krasser Cliffhanger wird. Weiß auch nicht, warum ich jetzt Plural von mir geredet habe. Ich hoffe, ihr denkt nichts Falsches von mir. So, die letzten paar Sekunden gebe ich nochmal Gas und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Achtung. Okay, hat nicht funktioniert. Ist ärgerlich. Ich könnte die höchstens tiefer setzen. Dann sollten die eigentlich schneller weg sein. Na gut, aber das sehen wir in der nächsten Folge von Kerbal Space Program. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch es gefallen hat und es endlich mal wieder ein Stück weiter vorangegangen ist. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ne, das habe ich gesagt. Ich wollte sagen, lasst ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt. Hier gibt es echt viel geilen Scheiß zu sehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.